Xbox One. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar, ihr dürft mich ruhig foltern, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe eigentlich gesagt, die Xbox ist keine schöne Konsole, aber ich habe mir mal so überlegt, ja, PlayStation 4 kaufst du dir so oder so und ich wollte die auch mal sehen. Bin in einen Elektrofachhandel gefahren und siehe da. Da stand die PlayStation 4 und die Xbox einfach mal so im Regal. Also was heißt im Regal als Ausstellungsstück? Die PS4 war ausverkauft, die Xbox stand da einfach mal so, konntest du mitnehmen mit FIFA 14 oder einfach nur die Konsole. Und ja, genau. Habe ich überhaupt mein Internet? Ja, Internet habe ich dran für die Konsole. Ja. So, ich melde mich mal an. Genau, sie wurden nicht erkannt. Hier heiße ich noch Pitotmaster, das ist leider noch mein alter Account. Den Namen werde ich aber auch noch ändern. Genius. Gut. Passwort. Passwort. Mein Microsoft-Passwort. Ja. Kleinen Moment, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Passwort eingegeben habe. So, Hallihallö, da bin ich wieder zurück. Ich habe mich jetzt mal kurz angemeldet. Und zwar, hier unten seht ihr es, das neue Let's Play ist über Forza Motorsport 5. Ich habe mit Forza Horizon schon angefangen und ich tue erstmal die Disk installieren. Weil das dauert ja ein klein wenig. In der Zeit kann ich ein bisschen labern. Huch, ja, nimm mit. So. Ja, ich habe eigentlich gesagt, ja, die Xbox, ja, ist, ja, weiß nicht, ist eine schöne Konsole. Und wie gesagt, sie stand halt da im Elektrofachhandel einfach mal so, konntest du mitnehmen. Und ich habe mal so überlegt, ja, es gibt halt das ein oder andere Spiel, was halt nicht für die PlayStation kommt. Das sind halt schöne Spiele, die aber leider halt nur für die Xbox da sind. Das sind halt nur für die Xbox geeignet. Und da habe ich mir dann so Folgendes gedacht, ja, ich mache erstmal ein bisschen leiser. Das habe ich ganz vergessen, ich bin ja viel zu laut. Die Konsole ist viel zu laut. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, na, lassen wir nochmal. Ich muss ja, weil es ein bisschen überstürzt. Ich habe jetzt einfach mein Programm da angefangen, fertig, keine Soundeinstellung, gar nichts gemacht. Also ich hoffe, das passt. Ansonsten. Ja, ich habe mir dann so überlegt, ja, und Xbox, wolltest du ja eigentlich eh beide Konsolen holen, ne? Habe ich dann so ein bisschen überlegt, ja, mit der PlayStation 4, die wird so oder so immer besser und wird Spiele spielen können, mit der kannst du warten. Microsoft hat ja gesagt, die Xbox, die zweite Generation der Xbox, die soll keine Spiele spielen können, die zweite Generation. Das soll ein reiner DVD-Player werden. Und dann wird ja auch die erste Generation nicht mehr produziert. Und da habe ich mir dann gesagt, ja, es gibt ja das andere Spiel und das, das gibt es halt nur für die Xbox und die zweite Generation darf die, wird nicht mehr spielen können. Laut Dingens. Und da habe ich mir gesagt, komm, nimmst du jetzt einfach. Und da haben wir sie. Jetzt steht die Xbox bei mir im Zimmer, die 360 wurde ersetzt. Jetzt steht die One hier. Darunter immer noch die PS3. Die PS4 wird auch noch irgendwann kommen. Das dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich noch Februar, März. Weil es wird noch einiges zukommen. Die PS4 kommt noch und der neue Rechner soll hier auch noch irgendwann stehen. Wofür ich auch noch ein bisschen was brauche. Und das Installieren dauert ja ewig, ey. Scheiße. Ich habe das Spiel noch kein bisschen angefangen. Na, war gelogen. Okay. Ich habe gestern mal kurz 10 Minuten gespielt. Aber ich wollte mir nicht spoilern, hab direkt wieder ausgemacht und jetzt sitze ich hier wie so ein kleines Kind und will unbedingt zocken. Ansonsten muss ich so sagen, ja, es ist eine riesen Konsole, die Xbox One. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so scheiße groß ist. Ja, dass sie halt so abgefuckt groß ist. Auch die Kinect, das ist eine riesen Kamera, die hat selbst. Die Kinect hat einen eigenen Lüfter hinten drin, also, hallo? Ja. Auf alle Fälle. Ja, ist halt ein Riesending. Und was ich extrem geil finde, ist der neue Xbox Controller. Der gefällt mir richtig gut. Mit den riesen Tasten hinten mit RB, LT und so.
Finde ich richtig geil. Ein bisschen schlichtes Design vorne. Also da hätte man irgendwie ein bisschen mehr machen können. Aber okay, es ist nur ein Controller. Der liegt übrigens super in der Hand. Nur irgendwie, er ist sehr kopflastig durch den Akku, den man halt drin hat. Den muss man sich übrigens extra kaufen. Gott, ey, das dauert ja ewig. Ja. Ah, 1%. Wir haben es bald geschafft, Freunde. Ah. Ansonsten, ja, man kann hier Skype und SkyDrive, Xbox Video und der ganze Klumpatsch, den man auch bei der Xbox 360 hatte, ist eigentlich hier übernommen. Es sieht nur, was ich finde, das sieht hier übelst nach Windows 8 aus. Aber übelst Windows 8. Aber übelst. Aber okay, es ist eine Konsole, da ist es okay. Windows 8 für den PC finde ich einfach nur scheiße. Ja, 1%. Geht voran, ne? Ne, der Controller ist ein bisschen kopflastig. Also wenn man den so in der Hand hat, also so gerade waagerecht in der Hand hat, dann merkt man, er zieht so nach vorne. Sprich, man kippt mit der Hand immer weiter nach unten und überstreckt das Handgelenk so ein kleines bisschen. Also ja, okay, passiert. Wenn man es aber so auf dem Tisch liegen hat, so wie ich, dann passt das super. Freue ich mich auch schon drauf. Man kann ihn auch mal hören hier. Ja. Ah, ich freue mich. Ich hätte mir echt nicht gedacht, dass ich mir die Xbox One noch hole. Aber es gibt ja halt auch das ein oder andere Spiel, was für die Xbox oder nur für die Xbox 2% ja, entwickelt wird, sag ich mal. Ich weiß nicht, welche Spiele das sind. Bei der PS3 ist es Beispiel B1 Two Souls oder The Last of Us, das alles nur für die PlayStation 3. Für die Xbox keinen Plan, ey. Naja. Aber eine Riesenkonsole. Sehr sanftes System, wo ihr hier bei der Xbox rechts im Bild seht, hier. Da wo die CD-Lade, also dieser graue silberne Schlitz da kommt die CD natürlich rein. Finde ich sehr geil gemacht, wie der die CD aufnimmt. Die fährt ganz sanft, fährt die rein. Finde ich richtig schön. Und so läuft sie auch super flüssig, wenn man irgendwie mal hier so. Boah, läuft super flüssig das Ding. 3%. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Und was ich gelesen habe, also Links und so zu Forza Motorsport 5 und wo man es kaufen kann, alles unten in der Videobeschreibung kennt ihr ja. Schaut doch mal bei mir bei Facebook und Twitter vorbei. Am besten wäre es, wenn ihr mal bei Facebook wirklich vorbeiguckt, weil ich würde ganz gerne mal so Umfragen machen. Was würdet ihr so gerne an Spiele sehen oder ja, wie auch immer. Oder mal, wenn ich mal so eine Frage habe, irgendwie so. Ja, mein Channel ist jetzt vielleicht irgendwann, das kommt ja bald, ist ein Jahr alt, das dauert halt noch über ein Dreivierteljahr, weil ich halt erst angefangen habe. Aber wenn mein Channel halt dann mal ein Jahr alt ist, dann frage ich so, ja, soll ich mal so ein Special machen oder irgendwie irgendwas? Würde ich halt gerne mal ein paar Umfragen starten, nur lohnt sich das halt nicht, weil im Moment die Facebook-Seite von mir halt sehr wenig Zuwachs hat, ne? Kennt ihr ja auch als selber kleiner YouTuber, ist halt leider nicht viel Zuwachs, also. Es dauert wirklich, bis man irgendwie so ein kleines bisschen in das Geschehen von YouTube mit dem Let's Play reinkommt. Ist echt ein Kraftakt. Also ich habe mir da am Ende, am Anfang auch gedacht, ja, die kommen schon. Mittlerweile merke ich, nee, die kommen nicht. Da musst du irgendwie selber mal was machen. Aber wie gesagt, ist halt egal. Also schaut mal bei mir bei Facebook bitte vorbei oder auch bei Twitter, da könnt ihr mir auch schreiben. Oder auch auf Google Plus natürlich bin ich auch vertreten. Oder auch halt auf YouTube, ist mir scheißegal. Aber wenn es Umfragen sind, werde ich die immer auf Facebook machen. Also ruhig bei Facebook mal vorbeigucken. Wenn da mehr Likes auf der Seite sind, werde ich auch irgendwann mal Umfragen starten. Jetzt im Moment mache ich es noch nicht, weil halt nichts los ist. Aber sonst würde ich halt so richtig gerne mal Umfragen so starten oder auch mal für euch mit Twitter, wenn ich in der Aufnahme bin, dass ich dann sage, ey, ich twitter, bin jetzt auf Twitter aktiv, ich nehme gerade auf, könnt mir Fragen stellen. Dann macht es. Ich sehe es ja hier auf meinem Monitor. Wenn da irgendwas steht, dann geht es, ne? Ja. So, 7%. Wir haben es bald geschafft. Aufnahme läuft schon länger als gedacht. Und es ist immer noch nichts passiert. Ja, passiert.
Ich bin mal gespannt, was noch alles für Spiele für die Xbox rauskommen. Im Moment, was habe ich gesehen, ist Just Dance 2014 ist draußen, Forza Motorsport 5, Call of Duty ist draußen, also Dingens Ghost. Was war noch? Irgend so ein Spiel, wo man wie ein Depp vor der Kinect rumtanzen kann, damit Microsoft dich beobachten kann. Also so ein Kampfspiel, wo du anderen auf die Fresse gibst. Oh, 9%. Und noch irgendetwas. Aber ich weiß nicht was. Es sind aber, ich glaube, nur 5 oder 6 Spiele bei Amazon oder so, kann man sehen. Es sind welche in Entwicklung. Aber ich habe da, um ehrlich zu sein, noch keins gefunden, was ich mir jetzt unbedingt zulegen will. Also bei Forza Motorsport bin ich mir einig. Ich habe mir nämlich die Xbox einfach nur die Konsole geholt. Ein Controller, Konsole, fertig. Und Forza Motorsport, ich hätte es auch mit dem Bundle mit FIFA kaufen können, aber FIFA spiele ich nicht. Ich bin einfach kein Fußballfan. Ich mag FIFA nicht. Auf alle Fälle, ja. Oder mit Call of Duty Ghost gab es das auch, aber Shooter, finde ich, gehören einfach auf den PC und nicht auf die Konsole. Ist meine Meinung. Vielleicht sagt der andere, nee, PC geht nicht, lieber Konsole, dann ist es halt auf Konsole, ist mir scheißegal, ich spiel's lieber auf dem Rechner. Weil ich bin, ja, wie man sagt, dieser Analog-Stick-Legastheniker. Ich kann das nicht. So Autorennen und Jump'n'Run, ruhig auf der Konsole, aber Shooter und Simulationen sollte man auf dem PC spielen. Oder am besten einfach alles kaufen, dann hat man keinen Streit und kauft sich den Shit einfach für das jeweilige Betriebssystem, was man halt hat. Oder für die Plattform. Ja, 12%. Bah. 13. Yay. Wie bei Forza Horizon werde ich auf alle Fälle so ESP und sowas werde ich ausschalten, damit ich die volle Kontrolle über mein Fahrzeug habe. Obwohl, bis auf das ABS. Das ABS werde ich einschalten. Weil dann kann ich nämlich, wenn ich in den Kurven bin und ich bremse, dann kann ich das Auto immer noch in der Spur halten. Durch die Fahrschule weiß ich jetzt, bremsen, Räder blockieren, rutschte weg. Scheißegal. Da rutscht man einfach. Ist halt nicht so gut. Bin mal gespannt, was so das Grafikerlebnis ist bei der Xbox One. Die können ja super mithalten, auch mit der PS4. Die können ja auch mit dem PC mithalten. PC wird natürlich immer das Leistungsstärkere sein, denke ich mal. Weil auf dem PC einfach mehr möglich ist. Ja, 13%. Ich glaube, das dauert noch ein wenig. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich vorspulen soll. Oder einen Schnitt machen soll, bis das Spiel anfängt. Aber gestern war das auch so ungefähr bei 13. Ah. Ja, gut. Super. Ja, bereit zum. War so ein Fail. Okay, bereit zum Start. Dann starten wir das Game mal. Und los geht's mit Forza Motorsport Nummer 5. Okay. Hallo, und da bin ich auch wieder. Ich habe, blöderweise ist irgendwie mein Spielstand von gestern ist noch da. Finde ich ein bisschen blöd. Ich wollte eigentlich komplett neu anfangen. Verdammt.
Spielmodus Entscheidungsrennen. Ja, toll. Aber okay, da wo ich im Moment bin, ist eh so ein bisschen Tutorial-mäßig. Ich spiele jetzt einfach mal weiter. Ich habe sowieso alles so gemacht, wie ich es auch im Let's Play machen würde. Also ist nicht ganz so schlimm, wie ich eigentlich gedacht habe. Ja. Nicht so schön. Aber okay. Tut mir leid, wenn der Anfang ein bisschen scheiße ist. Finde ich selber nicht so schön. So ein Mist. Na gut. Die heutige Veranstaltung führt uns zum Sebring International Raceway in Florida, Heimat des 12-Stunden-Rennens von Sebring. Ja, machen wir, würde ich sagen. Grafik sieht natürlich schon mal richtig geil aus. Also wie gesagt, tut mir leid für den etwas blöderen Anfang. Ich hätte echt das Spiel gerne von vorne angefangen, als ob ich es gerade installiert hätte. Aber irgendwie geht das noch nicht. Ich muss mal rausfinden, wie das geht. Den Support deswegen will ich nicht unbedingt anschreiben. Das ist ja lächerlich. So, fahren Sie gegen ein Feld an Gegnern, die auf Ihre Autos abgestimmt sind. Sie haben das Finale Ihrer ersten Serie erreicht. Weiter so. Das ist mein Auto, das ich im Moment fahre. Oh Mann. Dann mal los. Wird Zeit fürs erste Rennen. Ich habe hier Handschaltung mit Kupplung. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass mit diesem Online, die ganze Zeit online sein, da mal Hilfe, weil ich sehe manchmal Namen, es müssten Spielernamen sein. Also da bitte ich mal von euch so ein bisschen Hilfe, mich da mal aufzuklären. Ah, komm! Oh. Also die Fahrphysik ist schon ganz geil gemacht. Alter! Also wie gesagt, ich habe hier alles ausgeschaltet, bis auf das ABS. Und wir befinden uns ja immer noch so ein bisschen im Tutorial. Da im Tutorial man das sogenannte Drive-Tata, ich sag mal, auswertet. Und zwar die Xbox... Oh, fuck. Die Xbox, die richtet sich nach mir. So, die in der Cloud zum Beispiel wird überwacht, welche Designs wie dieses hier, welche ich benutze, und die werden mir dann auch bei so Fahrzeugen immer, ja, angegeben. Ich kann natürlich auch hoffentlich anderes wählen, aber ist alles sehr ein bisschen, Alter, Cloud gesteuert. Gott, ich fahre einen Scheiß zusammen heute. Okay, Moment. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl als bei Forza Horizon. Und ich kenne mich natürlich noch nicht so mit den Geschwindigkeiten aus. Also hab da ein bisschen Nachsehen, wenn das ein bisschen dauert. Bricht sehr leicht aus, das Auto. Also ich glaube, die Traktionskontrolle werde ich doch wieder einschalten. Es sind leider nur 2 Runden, also... Ich bin echt gespannt, wie das ist, wenn ich das hier fertig habe, das Tutorial. Ob das dann so ist, wirklich, wie ich denke, dass ich die ganze Zeit immer gegen irgendwelche Typen aus aller Welt fahre. Weil das habe ich halt, wie gesagt, noch nicht ganz so verstanden. Da bitte ich euch, mich mal ein bisschen aufzuklären.
für diejenigen, die da ein bisschen Ahnung haben. Irgendwie ist das Mikro ein bisschen im Weg. So, komm, ich will nicht letzter werden. Zum Beispiel hier dieser Name, Avoig D. irgendwas Booty 74. Das ist irgendwie so, diesen Name gibt's doch nicht. Das muss ein User sein, der hier fährt. Aber dann würde der definitiv aggressiver fahren. Aber egal. Mal schauen. Hauptsache das Spiel funktioniert und ich kann hier schön fahren. Während ich spiele übrigens, habe ich gerade gemerkt, installiert die Xbox das Spiel. Also die installiert sozusagen die Grundlevel. Das, was halt gebraucht wird. Und dann kann ich anfangen zu spielen. Oh, wie geil, die Bremsen glühen vorne. Mal sehen, ob hier auch so Nürburgring und so drauf sind. Ich bin schon in Abu Dhabi gefahren gestern. Und auch auf der Teststrecke von, ich weiß nicht, ob es jemand kennt von Top Gear. Na. Boah, die Lenkung ist ein bisschen komisch. So ein Lenkrad für die Xbox wäre schon geil. Ich glaube, sowas werde ich mir auch noch irgendwann holen. Alter. Also ich glaube, die Traktionskontrolle werde ich hier schon reinhauen. Gerade bei so einem Auto. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob hier auch der neue Lamborghini Veneno auch dabei ist. Oder es gibt ja noch einen neueren als den Veneno mittlerweile. Egoista heißt der, glaube ich. Lamborghini Egoista heißt er. Bin ich mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher, bei dem Veneno bin ich mir ganz sicher. Oh Gott. Also ich muss das Fahren hier noch ein bisschen lernen. Ja, okay, war jetzt nicht das beste Rennen. Habt ihr auch gesehen, ich habe ganz schön Scheiße gebaut. Am Anfang. So. Gut, das war's dann erstmal für die erste Folge von Forza Horizon. Forza Motorsport 5. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wie verrückt, ich mir macht das Spiel so Spaß und bin auch mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert. So, Fahrerstufe 2. Sie haben so... Okay, okay. Auswertung. Neues Abzeichen und neuer Titel. Fahrerstufe 2. Okay, gut. So, wir fahren. Ich mache dann hier direkt weiter. Wir sehen uns aber morgen wieder um 18 Uhr, glaube ich. Muss ich mal gucken, wie ich das schneide. So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sage ich mal. Du kannst bei mir mal bei auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken. Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht beim neuen oder beim nächsten Video von mir.